Guten Morgen, liebe Pokéfreunde. Und zwar können wir jetzt wieder alle Ligen zum Glück auswählen. Und ich habe mich für die Hyperliga entschieden, weil ich da die besten Pokémon quasi habe. Genauso wie in der Superliga. Aber Hyperliga gefällt mir doch ein bisschen mehr, muss ich sagen. Wollen wir mal loslegen. Und zwar in der Hyperliga kommen auch nicht so extrem viele Feen, sag ich mal, vor. Gegen Sora. Und ich habe Alola Slymarl Arctos. Ach ja, hier sind ja jetzt Legendäre auch erlaubt, genau. Mal sehen, ob er die Finster auch schildert. Finsteraura reicht eigentlich im Normalfall aus. Beziehungsweise macht gut Schaden. Ich schilde dann auch nicht. Wird wahrscheinlich immer die Eisattacke sein. Oh, der Eissturm. Der macht wirklich nicht viel. Nee, ich bin geneigt, meine Schilder aufzuheben. Okay, jetzt kann er leider noch runterfahren. Aber ich habe ja noch ein Ulicht-Pokémon. Ja, dann kriegt er den Eissturm eben auch nochmal raus. Aber ein Schild würde ich dafür nicht nehmen. Arctos ist schon nervig mit Eissturm. Geht direkt, okay. Ich habe wahrscheinlich schon eingelocht. Okay, er macht nur den Eisdieb. Mal gucken. Okay. Eissturm zurückzusetzen. Ich schilde jetzt nicht. Ja, jetzt kommt der Wuchtschlag, war klar irgendwie. Ich gehe gemütlich auf die Aquahaubitze. Okay, jetzt kommt der Schild. Dann kommt jetzt die nächste Aquahaubitze. Mal sehen, ob wir jetzt noch ein Schild bekommen. Nein, diesmal nicht. Aber du bekommst mein Schild. Aber klar, dass es nur der Eishieb ist. Ah, schade, wird zwar jetzt wahrscheinlich auch nur der Eishieb sein. Oder? Ja. Mal sehen, wie viel der macht. Ich lebe auch noch. Ah ja, jetzt kommt Slimog. Bringen wir die Aquahaubitze noch auf jeden Fall raus. Muss er schön. Wechseln wir gleich. Das ist doch noch nicht die Schlammwoge, oder? Ne, find's auch. So. Oh, wir kriegen noch eine finstere Aura raus, das ist super. Naja, farbt extra Energie. Dass er schnell zu zwei finsteren Auren kommt, das ist sehr klug. Oh, hat für ihn aber nicht gereicht. Ich komme noch zur Aquahaubitze, weil ich noch genug Energie auf Sumpex hatte. Und ja, jetzt kann sich Alola Slymarl verabschieden. Oh, der Timer war auch schon an.
Ja, das war hui. So. Palvisioneca 96. Mit Pikachu-Kostüm. Weiß ja bitte. Boah, die kommen aber alle heute mit Arktos an, oder? Ist das jetzt die Arktos-Liga? Naja, Arktos ist schon ein geiles Pokémon. Und diesmal versuche ich mal mit der Schlammwoge. Ich wette, jetzt wird geschildert. Nee, wird nicht. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist eh nur der Eissturm. Ja, von Arktos macht er schon Schaden, muss ich sagen. Muss ich zugeben. Mal sehen, ob wir ein Schild bekommen. Nein, tun wir nicht. Bekommst du aber auch nicht. Ich gehe leider doch zuerst down, aber zu noch einer Attacke dürftest du nicht kommen. Mal sehen. Oh, Wimpix. Das ist aber gar nicht so wild. Eine Aquahope nehme ich. Die Sofortattacken machen von so Packs nichts. Ja, Aquahope ist jetzt auch nicht so ein gefährlicher Move für Barrikadax. Den schill ich jetzt aber doch. Ich hoffe, dass nicht Bisaflor hinten sitzt. Oh, wir haben es sogar runtergefarmt bekommen. Psycho-Pokémon Cresselia wird Schlaucher können. Strauchler, nicht Schlaucher. Strauchler und Mondgewalt. Ja, war klar, man schreibt. Und jetzt kommt die Aquahaubitze. Und die musste schön, genau. Frage ist, reicht ein Strauchler gegen Sumpex von Cresselia aus? Sehr, okay. Sehr und noch so weiter. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, leck. Danke. Das heißt, du musst auf jeden Fall einsetzen. Oh, schade. Knapp vor Aquao, bitte. Jetzt kommt sogar die Mondgewalt. Ich denke mal, du wirst eher zu Mundgewalt noch kommen. Das werde ich knapp nicht schaffen, ja. Oh doch, doch, doch. Knappe Kämpfe hier. Ganz, ganz knappe Kämpfe hier. Ja, und Doppel-Unlicht ist wirklich hier. Gut in der Hyperliga, muss ich sagen. Genau das Team habe ich natürlich am Ende der Hyperliga Premier Cup gefunden und damit halt gut Siege eingesammelt. Ja. Mal sehen, ob jetzt uns das nächste Arktos überrascht. Und die Wartezeiten sind natürlich eine Ecke länger jetzt.
weil viele halt auch Meisterliga oder die Superliga gehen. Mal sehen. Deswegen werde ich auch nur wahrscheinlich ein Set machen. Weil die Videos werden dann die Länge erreichen, wo ich sonst nur zwei Sets brauche. Kommt schon, Leute. Gebt mir eure Arktos. Samirin. Bin ich mal gespannt. Gengar wäre natürlich köstlich. Es ist ein Quappo. Quappo ist schwierig. Gib mir den Wuchtschlag oder den Eissieb. Ich schilde nicht. Ich gehe direkt auf Schlammwoge. Ich hoffe, dass du die Schlammwoge jetzt nicht schildest. Natürlich schildest du sie. Ja, das muss der Eishieb sein. Schon wieder ein Wuchtschlag, okay. Das ist heftig. Oh, Quappo ist echt ein nerviges Pokémon für das Team. Quappo ist echt hart. Harter Brocken. Schilde diesen jetzt. Ich versuche runterzufahren. Das ist nur der Eishieb. So. Drücke blind auf die Aquahose. Ja, natürlich dieser Floy, PIA. Na, wenn er schildert, ja. Barrikadax kommt. Das ist die Flora. Oh, der wollte den Mülltreffer abfangen. Okay, hat er abgefangen. Okay. Schlau, schlau, schlau. Sehr, sehr schlau. Ja, ich muss schön. Oh, ich hab doch schon Aquahupitze gedrückt. Aber Moment, es ist vielleicht nicht so verkehrt, die Attacke abgefangen zu haben. Ich sammle ein bisschen Energie. Ja, aber Bisaflor wird schneller zur Attacke kommen. Ich muss wirklich zum Mülltreffer kommen. Ja, Bisaflor hat schon die Flore. Aber es war noch knapper als gedacht. Aber schlau vom Gegner halt, den Mülltreffer abzufangen. Hätte ich mir ja denken können eigentlich. Gegen Bakanu, Bakau, Hund, Hand, Bakahand. Gegen Kavalanza.
Da muss ich vor Schlagbohrer aufpassen. Schlagbohrer ist eine sehr fiese, fiese Technik. Ja, da werde ich auch Schäden. Säurespeier war ja so irgendwie klar. Und diesmal schädige ich nicht, selbst wenn es Schlagbohrer ist. Ja, ist er. Und wahrscheinlich auch ein Schlagbohrer, aber das ist mir auch egal. Okay. Ich gehe direkt auf Aquahaubitze. Okay, Garados. Garados ist übel. Positives, Garados kann nicht viel farmen. Negatives ist Garados mit Feuerrodem. Ach, ist bestimmt nur der Nassschweif. Na gut. Lancelot. Direkt auf Mülltreffer. Lancelot ist übel. Ich hoffe, der reicht. Ja, oh, der Treffer hätte jetzt nicht mehr sein müssen. Und zur Nacht komme ich wahrscheinlich nicht mehr her. Lancelot ist heftig. Ja, ich bräuchte auch mal zwei Lancelots, einmal für Hyper und einmal für hier heißt es Meisterliga. Weil Lancelot ist echt ein gutes Pokémon. Und die Siege nehmen echt gerade ab. Obwohl das so gut gestartet ist. Medabi 367. Griff Zeppelin, das ist super für mich. Na, er wird auf jeden Fall schilden. Und einen Eissturm auf jeden Fall machen. Genau. Ich muss bei ihm gar nichts chillen. Der bleibt sogar drin. Das wird er wahrscheinlich jetzt auch nochmal chillen. Nee, doch nicht. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich runterfahren. Ja. Da geht zwar noch ein Eissturm runter, aber ich werde so viel Energie jetzt farmen. Okay, gut, dass ich nicht in Barrikadax gegangen bin. Na, da hatten wir beide dieselbe Idee. Nachthieb, den ersten schädige ich nicht.
und den nächsten Nachtdieb werde ich auf jeden Fall schilden. Also auf Slimog habe ich Energie. Auf Slimog habe ich eine Finsteraura. Ich glaube, ich werde nochmal schilden. Genau, und runterfahren. Oh, ich wollte. Ja. Ja, danke. Danke für nichts. Ja, diesmal. Hirachi. So, genau, findest du auch am Musterschäden. Genau. Und jetzt sind Barrikadax. Und der Nachthieb geht raus. Und er kommt nicht mal mehr zur Attacke. Perfekt. Perfekt. Ich glaube, ich mache doch noch ein Set jetzt im Anschluss. Machalo. Ja, ich bräuchte echt nochmal ein gutes Machomai. Oder Machomai. Je nachdem, wie man das Teil aussprechen mag. Behalten wir erstmal. Punkte schleichen ein bisschen nach oben. Morgen ist ja der Flugcup, da werde ich zwei Videos machen. Einmal Hyperliga morgen und einmal morgen Abend Flying Cup. Ich denke mal, morgen Abend kann man nur den Flying Cup spielen, denke ich mal. Death Snow. Gengar. Na, wäre gut, wenn du Gengar vorne hast. Das würde mich sehr, sehr freuen. Dragoran. Dragoran ist aber auch nicht so wild. In der Hyperliga ist Dragoran jetzt nicht so mächtig wie in der Meisterliga. Ja, gib mir deine Drachenklaue. Danke. Die meisten schilden halt Dragoran viel. In dem Fall nicht. Ja, die Drachenklaue schädig aber. Was geht bei Yoda ab? Waschloch? Ja, das Video werde ich mir gleich noch reinziehen von Yoda. Gestern war ich bei Ozello beim Stream. War auch ein sehr gutes Spiel. Ah, zur nächsten Attacke bin ich nicht gekommen, aber das ist nicht so wild. Ist auch nur die Drachenklaue, die schädige ich nicht. Denn ich kam runter. So. Ah, es kommt ein Gegen. Barrikadax. Das gefällt mir natürlich nicht so gut, aber Barrikadax ist ein sehr gutes Pokémon. Den Nachthieb nehme ich, den dürfte ich noch gerade so überleben. Ach, Kreuzhieb, okay. Ja.
Jetzt kommt die Aquahaubitze. Mal sehen, ob er die jetzt schildert. Ja. Ich heb mir den Schild noch auf. Habe ich mir gedacht, dass hinten ein Glurak ist mit Feuerodem, okay. So, chillen, ein bisschen mehr Energie farmen. Das war fast zu viel. Ich brauche gegen Barrikadax eine Aquarobitze auf jeden Fall. Und dazu komme ich. Oh, gerade so, aber ob die reicht, wird eng. Definitiv wird's eng. Oh, sie reicht. Ja, ich sag euch, spannende Kämpfe hier. Richtig, richtig spannende Kämpfe. Das bringt mich kurz vorm Herzinfarkt. So, mal sehen, was jetzt kommt. Gegner wird gesucht. Ja, also in der Hyperliga gibt es eigentlich höchstens, sag ich mal, Pixie oder Togekiss als Feen-Pokémon. Und die sind eigentlich nicht so oft. Ah, Slimer-Duell. Oh, noch nicht mal voll gepusht ist. Das freut mich. Dann dürfte mein Slimer das Matchup eigentlich gewinnen. Das Mirror Match. Okay, hat er vielleicht Mülltreffer? Werden wir mal gleich sehen. Mehr auch Schlammwohl. So, wenn er jetzt nicht schildert, reicht als nächstes die Fensteraura. So, einmal noch Energie. Und jetzt farm ich ein bisschen Energie auf Sumpex. Energie auf Sumpex ist immer gut. Dragoran, Dragoran ist hart. Aber auch da tut die Aquahaubitze weh. Der Dragoran hält hier jetzt nicht so sondern viel aus. Einmal schädig, ich brauche ja von dem Gegner auch die Schilde. Und jetzt kommt von ihm wahrscheinlich ein Schild. Nee, doch nicht. Okay. Relaxo! Ja, das ist nur der Body Slam. Ah ne, der hat ja auch Kraftkoloss, oder? Ah, das ist aber nur der Body Slam. Gut, dass ich nicht geschildert habe. Wir gehen auf den Nachthieb. Jetzt muss der Gegner aber langsam mal schäden. Die nächste Attacke von Relaxo schäde ich auf jeden Fall. Schild kommt. Und genau, jetzt kommt der Kraftkloss.
Nachthieb kommt. Ja, muss natürlich schön. Oh, schade. Ja, aber er muss seine Energie einsetzen. Danke. Das müsste jetzt reichen. Perfekt. Perfekt. Sieg noch geholt. Aber auch nur, weil der Gegner ein Relaxo hatte und ich gleich ins Barrikadax gegangen bin. Oh, mein Herz. Ja, die Hyperliga-Kämpfe dauern meistens ziemlich lange und sind aber dafür auch recht spannend. Deswegen liebe ich die Hyperliga genauso wie die Superliga. Die Meisterliga finde ich jetzt nicht so spannend. Weil da halt oftmals dieselben Pokémon kommen. Ja, Tyrantina, Fresschen, Fresschen für Slimog. Ja, mal sehen, ob er die Fenster auch abfangen will. Drachenklaue brauche ich jetzt nicht schön. Weil Giratina hält, also dieses Giratina hält eher aus, als auszuteilen. Ich wusste, dass du irgendwie rausgehst. Gut. Das ist aber nicht so wild. Noch einmal Energie holen. Und ab in, ja, gib mir deinen Surfer oder Eisstrahl. Ah, ich denke mal, das wird nur der Surfer sein. Ja. Hoffentlich denkst du, es kommt jetzt der Kreuzhieb. Ja, denkst du? Ich schilde auch mal. Ja, und den nächsten Surfer werde ich wieder nicht schilden. Ah, ich glaube, mit zweimal Unlicht rechnet der Gegner auch nicht. Ah, fertig, weil es schlauer gewesen wäre, einfach runterzufahren, zu schilden und runterfahren. Komm noch zu Nachthieb. Der Gegner setzt sogar noch ein, das ist gut. Gut für mich. Jetzt kommt die Finsteraura. Und ich gehe in Zumpex. So konnte ich noch einmal Energie holen. Cecilia. Wenn ich jetzt zweimal Aquawurzel rauskriege, dann schäde ich meinen Zumpex nicht. Okay, ich schilde es sowieso nicht. Bei den Schild hebe ich mir lieber für Slime auf. Siehst du, seht ihr, es ist nur der Seher. Und der Gegner braucht definitiv noch eine Attacke, um meinen Simpex rauszunehmen. Wundert mich, dass keiner irgendwie Kassilien mit Schrauber spielt. Okay, es ist Hyperliga mit Legendäre und ja, da rechnet bestimmt keiner, dass ich nicht mit Nicht-Legendäre reinkomme. Okay, es laggt.
Wie heißt es so schön? Immer drücken. Aber beim Gegner leckt es auch. Und fahre mich einfach nur runter. Bitte Giratina und Cresselia ruhig vorne. Ich habe zwei Antworten dagegen. Gegen Hero 100 Part 2. Lauchzalord, ja, gut, dass Lauchzalord vorne ist. Mal sehen, was das für eine Technik ist. Ist schon Laubklinge, aber ja, die macht nicht viel. Konter sind schlimmer, finde ich. Wir gehen nur auf die Finsteraura. Ja, war mir klar, dass du schildest. Ja, das ist natürlich richtig doof für mein Team. Und ich lasse mich nicht runterfahren. So, ich schilde. Genau. Okay, du gehst nicht raus. Die Aquarobitze wird jetzt schon drücken. Oh, da kommt schon die nächste Laubklinge. Boah, das kommt ja ultra schnell zur Energie, das Lauchzalord. Und die reicht schon aus. Die reicht einfach mal schon aus. Boah, Lauchzalord. Nerviges Pokémon. Sehr, sehr nervig. Okay. Den Kampf könnte ich mir aber vielleicht unter Umständen noch holen. Wenn ich vielleicht Slimer als Schild nehme. Jawohl, das hat geklappt. Ja, gucken, wie sie kommt. Für die nächste brauchst du wieder ein bisschen mehr Energie. Stahl-Pokémon. Ich habe nicht gesehen, welches. Das ist ein Stahl-Pokémon. Oh, das Stahl-Pokémon. Ah, das beherrscht Kraftkloss. Okay, das kann ich nicht mehr gewinnen. Das kommt jetzt gleich so schnell zu Kraftkloss. Da hätte ich jetzt hier Kreuzhieb gebraucht. Das würde in dem Fall vielleicht auch jetzt mehr Sinn machen. Schade. Stimmt, Melmetal. Ja. Herrlich. Herrlich. Na, da hätte ich meinen Sumpfex gebraucht gegen Melmetal. Schön Erdbeben reindrücken. Aber das Lauchzalott ist eklig gewesen. Ekelig. Ich hoffe, da lauert nicht noch mehr davon. Kavalanza, das gefällt mir schon mal besser. Ist auch zwar ein nerviges Pokémon, gerade wegen Schlagbohrer und sowas. War das erste Mal. Könnte zwar wieder Säurespeier sein, aber hier ist diesmal wieder der Schlagbohrer. Ja, sind noch ein paar Schilde.
Ja. Jetzt müsste ich ihn aber theoretisch, hoffe ich, runterfarmen können. Das wäre sehr nice, wenn ich das könnte. Perfekt. Mein Slimer hat sehr viel Energie. Ich hoffe, er schildert das. Boah, das ist echt fatal, das nicht zu schilden. Weil ich hätte gleich auf Stambo gehen können. Naja, und du musst sowieso einsetzen und da gehe ich auf jeden Fall mit Sumpex rein. Ja, Sumpex ist die bessere Wahl wegen Nahkampf. Und weil ich schneller zur Energie komme. Das wird bestimmt schon der Nahkampf sein. Oder? Ja, war klar. Ach, ich habe gar kein Schild mehr. Verdammt. Ja, jetzt kommt gleich die Mondgewalt und mein Barrikadax kriegt richtig Schaden. Gib mir die Mondgewalt. Das geht eigentlich. Es geht eigentlich. Und du musst auf jeden Fall einsetzen. Ja, jetzt musst du erst recht einsetzen. Und die nächste Aquahaubitze reicht schon, glaube ich. Das heißt Energion und Aquahaubitze abfeuern. Feuern. Frage ist, wie Brandbohl hält nicht viel aus. Da müsste eigentlich die Aquahaubitze auch schon reichen. Wenn ich mich nicht irre. Weil Brandbohl ist kein bulkiges Pokémon. Okay, perfekt. Mit Charme hätte er mir gefährlicher werden können. Muss ich sagen. Aber das war echt leichtsinnig, die erste Attacke nicht zu schilden von meinem Slimog. Weil das hätte ja schon die Schlammwoge sein können. Ein Dratini. Dratini habe ich immer gern. Ich brauche noch ein gutes Dragoran. Für die Meisterliga. Ja, ein 3 zu 2 und ein 4 zu 1, das kann sich sehen lassen. Also ich mag das Team hier. Damit werde ich auch den Tag heute noch weiterspielen, auf jeden Fall. Kein sehr gutes für die Meisterliga. Ja, wir kommen langsam den 2-4 wieder näher. Ich war schon öfter bei 2-4, aber dann bin ich halt abgeschmiert. Ja gut, für die Folge war's das. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Obito.